Hallöchen, ihr Lieben. Da gehen die Lichter an und herzlich willkommen bei Fallout 4. Wir sind hier in der Vault 88 und ich möchte gerne noch den einen Bereich dort hinten erkunden. Hier ist unser schönes Feld. Das haben wir schon ein bisschen aufgebaut. Wieder Wasser und ein bisschen Klingenkorn und. Die Wachen, die hier stehen, alles super. Und ich möchte gerne diesen Bereich hier erkunden, denn den haben wir noch nicht gemacht. So. Den ganzen Krempel haben wir schon im letzten Part rausgeschmissen wieder und gehortet. Eureka! Boom! Und ja. Wie gesagt, ich möchte gerne den Bereich hier erkunden, wie auch immer. So. Da können wir dann wieder viel Graffel wegschmeißen. Hier ist irgendwas, oder? Wow, jetzt bin ich runtergefallen. Okay. Was war das gerade? Legendär irgendwas? Hä? Irgendwas war da gerade. Auf jeden Fall möchte ich das hier erkunden, aktivieren. Jawohl. Huch, jetzt war ich wieder zu schnell. Entschuldigung, wir haben was Legendäres bekommen. Oh. Trotzdem haben sie Fleisch und das nehmen wir halt mit. So. Bisschen aufladen wäre nicht schlecht. Und wer weiß, meine liebe Edda. Ach ja, ich wollte sagen, wer weiß, vielleicht finden wir noch eine Todeskralle an und den Skillpunkt habe ich nicht verteilt. Entschuldigung. Och, herrje, Mini. Auf was gehen wir denn? Auf was gehen wir denn? Sind wir hier? Rüstmeister ist fertig. Waffenfreak ist fertig. Dann würde ich sagen, Schmied oder Schloss knacken. Ich gehe mal zum Schmied hin. Annehmen. So. Da ist wieder, glaube ich, Uran. Halt. Bip. Na, Supi, wo geht's denn da hin? Okay. Au. Hä, du bist... So, ja, geht ja. Unnachgiebig. Sündrüstung, linkes Bein. Plus 3 auf alle Werte, wenn du 25% Gesundheit oder weniger hast. Nicht schlecht. Das war's, da müsste noch wer da drüben. So. Rauf, runter, links, rechts. Huch. Baum, baum. Das war's schon. Es sieht danach aus. Und das Schöne ist, Edda hat mir nichts wegschnappen können. Muha. Ich höre irgendwas gehen, aber ich glaube, Edda fährt auf die Ghule rum und das hört sich gerade so komisch an. Ja, da geht schon was, oder? Okay, da ist nichts. Tote Hose. Dann müssten wir hier quasi fertig sein. Da hier sonst nichts mehr herumliegt.
Können wir noch hier runter gehen? Von da sind wir gekommen, ne? Ich depp. Da herüben. Da ist ein Loch. Tap, tap, da, 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 da. Hallo? Wo sind wir hier? Ich habe keinen Schimmer. Boah, da ist viel Uran, ne? Also dieses nukleare Zeugs, von dem haben wir dann wirklich genug. Was haben wir hier noch drin? Einen Eimer. Ein paar Sachen von dem. Nuka-Cola. Bumm, voller Nuka-Cola-Automat. Zigaretten und einen Safe. So, das nehmen wir auch mit. Das auch. Gut. Dahin oder dahin? Ich denke mal da runter, oder? Oder waren wir hier schon? Na, waren wir noch nicht. Das schau, was wir da haben. Funktioniert ohne Steuerungstafel nicht. Wieso denn? Wo ist denn die schon wieder hin? Hoffentlich habe ich die nicht irgendwo liegen gelassen, aus Versehen. Ich werde mal da lang schauen. Ah, da! Aha, das, da kommen wir her. Okay. Okay. Dann habe ich das bestimmt schon wohl liegen lassen. Was wieder ganz super toll ist. Müssen wir da alles genau durchschauen tun. Hier war einmal nichts. Sowieso. Wo könnte dieses Teil nur wieder stecken? Ja, hier wohl eher nicht. Vielleicht nochmal zurück rauf. Dann müssen wir da nochmal zurück. Weil dann ist hier normalerweise auch noch nichts. Dann wird er wahrscheinlich da drüben irgendwo sein. Aha, da haben wir ihn irgendwo schon. Da geht es irgendwo runter. Mhm. Ja, logisch, da. Und da ist er schon. Tada! Sehr gut, für den Nordsektor. Tap, 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 tap. Nehmen wir auch gern mit. Das nehmen wir auch mit. Noch irgendwas, der? Da, 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 da. Nö. Da ist sonst nichts da, da. Nix da, da. Passt. Dann haben wir das schon, was wir wollten. Hier durch, genau. Entschuldigung, da musste ich mal wieder husten. Und bin deshalb so komisch gelaufen. Weil ich gerade die Hand vorgehalten habe, tut. So. Tap, 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 tada. Tap, 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 tada, tada. So. Und aktivieren. Sehr, sehr gut. Abgeschlossen. Zack, den haben wir weg. Oh. Der ist auch kaputt. Der ist auch. Der ist auch kaputt. Aua. Der ist irgendwie auch kaputt. Gut. Das dürfte eine... Achso, das wollte ich schon sagen. Das ist ein Skelett. Na, das ist nur das Albino-Skorpion. Huch, da war ich wieder zu schnell. Entschuldigung. Entschuldigung. Zu schnell mit dem herumgedrücke. So.
So, die Schwammerler nehmen wir auch wieder mit. Wenn wir schon da haben. So, lala. So, lala. Dap, 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 dap. Dap, dap. Baum. Die haben wir schon, das ist gut. Achso, ich könnte wieder so machen, ne? Und das Ganze gleich einsammeln. Wenn wir schon mal da sind. Oder zumindest mal auf dem Weg da sind. So. 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 Jawohl. Jetzt sind wir durch. So. So. Da kann man ewig wegräumen. Ewiglich. Das lasse ich mal, glaube ich. Die werden wir sonst in 20 Jahren nicht mehr fertig. Ich versuche nur so viel zu tun, wegzuräumen, dass wir hier ein bisschen Platz haben. So. Ich glaube, das lasse ich mal. So. Jetzt könnte ich das eigentlich hier ausmachen, ne? So. Tap, tap, tap. Huch, langsam. Jetzt. Und das haben wir auch geschafft. Wie schön. So, das hat ja gar nicht mehr so lange gedauert. Passt, dann können wir sagen, nächste Quest. Wo müssen wir denn noch hin? Da oben ist ein unentdeckter Ort. Das müssen wir dann auch mal durchsuchen. Sonstiges. Ich würde sagen, triff Abbott bei der Mauer. Würde ich sagen. Heureka. Dann werden wir hier noch schnell alles reinschmeißen. Na, da Labor, ne? Transfer. Den gesamten Schrott lagern, aber wirklich den gesamten. Das kommt weg und das kommt weg. Haben wir hier noch irgendwas? Ja. Ja. Hilfsmittelchens. Ja. Ja, ja. 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 Ich glaube, das lasse ich mal. Oder? Die von mir aus. Die zwei. Das. Das kommt rein. Das kommt weg. Da können wir auch ein bisschen leichter machen. Das kommt weg. Ja, dann glaube ich, passt das schon mal. So. Wow. So. Nix wie raus hier. Und Porten. So, wo dürfen wir als nächstes hin? Da, dahin. Ich würde sagen, ich bohr mich da mal rauf und dann gehen wir weiter. So. Ja. So schön langsam kriegen wir es ja hin. So. Da, 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 da. Das Spiel ist groß. Das Spiel ist sehr groß. Aber von den DLCs her muss ich sagen, echt total nett. Also wenn du dir wirklich damals diesen Pass gekauft hast, mit dem Spiel und so, also das war echt super. Das ist echt eine tolle Geschichte. Da hast du wirklich ein riesengroßes Spiel. Was? Hä? Ah, da sind wir schon wieder. Jetzt kenne ich mich aus. Ed, da hat jemanden umgeschossen. Sehr gut. Bravo, Ed. Halt. Ah,
Da war auch noch so ein Gerät. Hoppala. Hoppala, Hopperchen. So. Dann würde ich sagen, wir laufen gleich mal daran vorbei. Bip, 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 bip. Vielleicht hier so vorbei. Endstation. Da ist hier jemand. Für dich, ja? Ups. Dann wieder mal nachladen. Jetzt müssten wir eigentlich schon gleich da sein. Ein riesengroßes Gebäude. Wirklich mehr als groß. Uff, wo geht's denn da bitte rein? Freund oder Feind? Freund. Danke, ja. Ah, jetzt sind wir da drinnen. Was? Hä? Aha, die da drüben schon wieder. Wo ist noch einer? Da. Wie gesund bin ich? Gar nicht gut, gar nicht viel. Etwas essen. Ich würde sagen, den Eichhörnchen-Eintopf. Dann können wir mal verknuspern. Wegschlappern. Wo ist er denn? Arschkopf? Da. Der nächste. Die gehe ich jetzt aber nicht holen, glaube ich. Müsst passen. Ich will ja nicht in den Tanschen rein. Ich habe keinen Bock, die zu holen. Das ist so groß hier. Wo soll denn da der Eingang sein? Meine Jungs, die Mauer und ein paar Geschütze besorgen dafür, dass deine Zivilisation sicher. Na, das stimmt so nicht. Da bin ich falsch. Maximal hier rein. Aber hier ist ja auch nur ein Lagerraum, ne? Also so eine Küche, besser gesagt, ja. Vielleicht können wir hier irgendwie rauf. Oh, ruck. Ja, okay. Das hat sich auch nichts gebracht. Na, dann sind wir hier verkehrt. Kann ich hier raus? Nein. Edda will dadurch, das geht aber leider nicht, meine Gute. Meine Gute. Das geht nicht. Nein, nein, nein. Das geht leider nicht. Wenn ich hier nicht. Geht ja. Na, da bin ich falsch. Das heißt, es muss von da drüben irgendwie möglich sein. Toll. Da, 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 da. Milch? Jawohl. Ja, die Milchflasche. Diamond City ist der beste Ort, an dem man leben kann. Ich sag's dir. Du hast die richtige Entscheidung. Aha. Ja. Ich bin gerade verwirrt. Ist es dann in Diamond City drin? Bin gerade echt ein bisschen verwirrt. Boom. Es müsste dann schon Diamond City drin sein. Was machst du? Alter Schwede! Ah, der Hund ist auch mal weg.
Au! Wieso greift der Edda an? Ja, ja, das bezweifle ich auch gerade nicht. Warum greift er dich an? Alter! Alter! Das kann sie nicht sein. Aber ich bin gerade sichtlich verwirrt. Ist das echt da drin? Diamond City? Echt? Da rein? Also muss ich? Also, ja, muss ich. Na gut, dann gehen wir rein. Hm, wieso zeigt es dann so komisch an? Hätte jetzt sagen können, dass es Diamond City ist. Also mal den Ort anzeigen und dann genauer. Hm. Naja. Ich dachte nämlich, das wäre außerhalb. No, no. Ist es nicht. Nee, nee. So. Machen wir es halt über Umwege. Seid eh schon gewohnt. Dab, 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 dab. Wohin als nächstes? Ah, hier. Nein, nicht hier. Das war eine Birne. Also, was kann ich für dich tun, Schätzchen? Lasst euch nicht umlegen. Du, im Moment bin ich ehrlich gesagt wunschlos glücklich. Ich suche nur jemanden. Aber ansonsten muss ich echt sagen, geht's mir gut. Danke der Nachfrage. Hey, die haben mich sogar... Das habe ich noch gar nicht gesehen hier. Da war ich noch nie, glaube ich. Dass die hier sogar einen Park haben. Mit einer Veranstaltungsgeschichte scheinbar. Schön. Bei der Servus, Arbeit. Nicht die Farbe anfassen. Ja, ist klar, die ist frisch. Warum? Was auch immer. Werde ich nicht. Bring mich dazu. Was Alter? Warum nicht? Das ist die Mauer. Der große grüne Wächter, der die bösen Jungs draußen hält. Die Mauer hat noch keiner überwunden. Noch nie. Da können wir wenigstens dafür sorgen, dass sie schön aussieht. Du könntest ein wenig Erziehung gebrauchen. Wie wäre es mit gemeinnütziger Arbeit? Was gibt's? Vielleicht. Ja, nein. Was Siehst gibt's? Du die Farbe hier? Es gibt jo. Nur einen Ort im ganzen Commonwealth, wo man die kriegt. Bei Hardware Town. Zerstörter Laden, nicht weit westlich von hier. Wenn du mir eine Farbdose bringst, gibt's 100 Kronkorken auf die Kralle. Was sagst du? Cool. Mehr Geld. Nur wenn du noch was drauflegst. Gut. 125 Kronkorken dann. Da ist doch sicher noch ein mehr. Ein bisschen mehr. Du bist echt zäh. 150 Kronkorken. Letzte Chance. Ach, ein bisschen geht schon noch. Es lohnt sich oder ich gehe. Du raubst mir noch mein letztes Hemd. 200. Jawohl. Mehr habe ich nicht. Was kannst du mir über Hardware-Town erzählen? Irgendwann sind da Raider eingezogen. Die Sicherheit meint, sie kann nichts machen. Darum geht mir die Farbe aus. Und? Immer noch bereit? Freilich. Gehen wir's an. Ich bin dabei. Verbindlichsten Dank. Die bunte Stadt. Such im Baumarkt nach Farbe. Also, ja, wenn es dort Baumarktmitarbeiter gibt, ich glaube, dort hat niemand die Abteilung Farbe über. Bin ich mir recht sicher. Die bunte Stadt. So. Wo dürfen wir da jetzt hin? Hier hin. Hardware Town. Dann gehen wir dorthin. Nach Hardware Town. Bam. Bam. Baram. Bam. Baram. Bam. Baram. Daram. Baram. Hardware down, hardware down, la 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 papa. Ja, Obi dürfen sie nicht schreiben. Ist eh klar. Ne? Sie hätten es Ubi vielleicht. Na, Ubi passt auch nicht. Abi vielleicht. Perfekt, dann gehen wir gleich mal rein da. In die gute Stube. Und holen die Farbtöpfchen. Ba-ba-da. Ja, leere Farbtöpfe haben wir, glaube ich, schon des Öfteren gefunden, ne? Jo, ich glaube. Bam, bam, bam. Ba, ram, bam. Na, sag einmal, servus. Huch.
Da waren wir aber schon mal, glaube ich. Mir kommt das bekannt vor. Wir waren hier schon mal. Ich weiß es wieder. Mit Roboter irgendwas in der Richtung. Ha? Edda. Halt! Na, das war falsch geschossen. Na, zu viel gelootet. Zu viel gelootet. So viel brauche ich gar nicht. Will ich auch gar nicht. Was haben wir da drin? Na, Edda, alles okay. So, Licht. Alles okay, liebe Edda. Da war mal so ein Anschaubad. Also ein Bad, das man anschauen kann und so nachbauen könnte zu Hause, wenn man möchte. Alter, spinnst du? Geht ja. Die Einkaufswagen sind schon hier. Perfekt. Ist im Kühlschrank was drin? Nö, der schaut so toll aus, den würde ich am liebsten gleich mitnehmen. Ein Bügelbrett. Mhm. Ja, hier war definitiv Haushaltsware und Kindergeschichtel. Der Aschenbecher, ist der zu mitnehmen? Jo, dürfen wir. Verbranntes Wirtschaftsmagazin war es, glaube ich, ne? Gibt es hier Fallen? Ich meine, wir haben sie mit Raidern zu tun. Da würde es mich nicht wundern. Eine Registrierkasse, Kaffeetässchen, Zigaretten, Zigarrenkiste. Ja, Kaffeetässchen mit Kaffeebecher. Tassen, genau. Kaffeekanne, wollte ich sagen. Mit Tässchen. Da haben wir auch was drin. Baum, Baum. Baum, Baum. Baum, Baum. Wo haben die denn die Farbe gebunkert, bitte? Im Keller oder was? Das kann nicht sein, dass oben bitte im Sortiment. Ja, wie gesagt, ist nicht meine Abteilung. Er ist nicht deren Abteilung, so muss ich sagen. Da. Na komm. Jawohl. Cool. Ist nicht deren Abteilung. Ist das wieder Wasser? Okay, nur ein bisschen. Nur ein bisschen Wasser, nichts Schlimmes. Trotzdem, wo bitte ist die Farbe? Aber da unten war definitiv auch eine Abteilung für Verkauf und so. Vielleicht haben wir noch nicht alles entdeckt. Jetzt sind wir wieder im Klo-Bereich, also im WC-Geschichtel. Ich glaube, hier wird auch keine Farbe sein. Wow, das war ganz schlau. Weiter nach oben. Ich glaube nicht, dass ich das finde, wonach ich suche. Das wär's. Oh. Was haben wir denn hier? Einen Tresor. Einen Safe. Na komm. Okay, lieber so rüber. Komm schon. Na. Jetzt aber. Yeah. Perfekt. Nehmen wir auch gerne alles mit. So. Das müsste es gewesen sein, oder? Da, Ventilator. Da ist noch was drin. 44er Patrone, 2 Stück. Oh. Ich glaube, jetzt haben wir es. Oder? Was haben wir da noch? So, aber jetzt haben. Aber jetzt. Jo, ich suche immer noch nach Farbe. Hier haben wir scheinbar den Lagerraum entdeckt. Vielleicht haben wir hier noch Farbe. Mit R. Farbe mit R. So. Da, so ist Zeugwerk. Nehmen wir gerne mit. Patrönchen sind immer willkommen. Ich brauche Farbe. Ein Trockner. Herd. Ja, das schaut schon ganz nach einem Baumarktregal aus, ne?
Ja, gleich wieder alles über den Haufen getreten. So wie es sein soll. Da ist nichts mehr drin. So, was haben wir da noch Schönes? Patrönchens. Ah, das war's. Haarklammer. 3 Stück. Sehr gut. Die haben wir vorher eh kaputt gemacht. Da hat wer das Regal umgeschubst. Ah, ich sehe es schon. Da drüben müsste es dann sein. Hoppala. Da ist nichts drin. Ich wollte noch hier nachschauen, ob hier noch irgendwas versteckt ist. Aber dem schaut nicht so aus, glaube ich. Ha? Da ist was. Kronkorkenvorrat. Ho, ho, ho. Ein bisschen suchen. Super, jetzt bin ich runtergefallen. Ah, geht. Ein bisschen suchen zahlt sich schon mal aus. Ah, da haben wir es. Den Farbmischer. Grüne Farbe herstellen. Achso, ich muss zuerst aufheben, die Töschen, ne? So. Grün. Und noch mehr? Geht noch mehr? Noch mehr? Oh. Blaue und gelbe Farbe. Ja, ah, da ist noch was. Wow. Geht jetzt vielleicht noch eine? Cool. Na, da haben wir jetzt einiges. Boah, Edda. Ich glaube, jetzt geht aber nichts mehr, oder? Nein. Meine liebe Edda, es ist soweit. Du musst mir bitte schleppen helfen. So, das alles mal. Das bleibt und das bleibt. Ein Hundehalsband kannst du gerne mal haben. Ah ja, die Quarky-Brille, die kann ich dann auch mal wegtun. Haben wir sonst nichts Gescheites? Ah, das passt schon so. Hauptsache ich kann wieder... hoppala. Hauptsache ich kann wieder hatschen. Ich komme da nicht durch. Danke, Edda. So, was haben wir da noch Schönes? Hier haben wir was. Da geht's raus, glaube ich. Ah, hier geht's nur weiter so. Und was hatten wir? Hätten wir da noch Schönes? Da. Ein Werkzeugkofferchen. Und das scheint es gewesen zu sein. Zack. Dann schauen wir mal da rein. Ob wir da rein raus können. Rein raus. Die Spannung steigt. Hast du den Na los. Den, mit den ganzen Granaten? Nein, ich hab meine Hunde. Ja. Und nach Diamond City. Okidoki. Was Feind in der Nähe. Ich hab den vorne den Namen gezogen. Alles schien okay zu sein. Dann ist er wohl ausgeflippt. Das wird nicht lang dauern. Hä? Ja. Geht ja. Jo, es geht eigentlich, muss ich sagen. Es gibt Schlimmeres. So, aber jetzt. Ich hoffe, ich bin nicht überladen. Also, ja, funktioniert. Prima. Supi, damit er sich freuen, kriegt er seine Farbe. Und dann ist auch schon gut. Ich sollte mir vielleicht auch manchmal Quests und so durchlesen. Dann kann ich mir blödes Gesuche vielleicht sparen. Jo. Es wäre auch ein guter Hinweis an mich selber. So. Wenn du mich weiter suchen willst, könnte ich dir sagen, dass du ein Zug bist. Ich hab dich nicht angeglossen. Ich bin bei dir vorbeigelaufen, du Idiot. Außerdem wäre es schön, wenn ich auf die Straße schauen könnte oder auf dem Weg, wo ich hinlaufe, weil sonst würde ich irgendwann mal verunglücken. Herbert. Du bist zurück. Servus. Hast du die Farbe gefunden? Yep, und frisch gemischt. Grüne Farbe? War nicht leicht, aber ja, ich freilich. Ja. Das sind mal gute Nachrichten. Wie wär's, wenn du den ersten Strich machst?
Mal sehen, ob der Farbton passt. Na, hoffentlich streicht die Wand an. So. Grüne Farbe. Und? Was sagst du? Richtig schönes Grün. Der Mauer scheint's zu gefallen. Ja, ne? Reicht das? Bezahl endlich. Helfe gern. Du bist verrückt. Meinst du, das ist reicht das? Sollte für einen neuen Anstrich oder zwei reichen. Das muss erstmal genügen. Hier sind dein Geld und ein kleiner Bonus für den richtigen Farbton. Aber mach damit nichts, was ich nicht auch machen würde. Dankeschön. Das ist aber nett. Super, wieder eine Quest geschafft. So, boah, da hat er viel zu streichen, die Wand. Aber es stimmt schon, mit dem schönen Grünton schaut schon besser aus, keine Frage. So, nächstes. Finde die Ladung der Marine-Kampfrüstung. Ich glaube, das können wir auch machen. Wo müssen wir denn da hin tun? Darunter. Ich sehe manchmal die Dinger nicht. Es wäre ab und zu echt schön oder nett, wenn man die anders einfärben hätte können. Oder sich selbst einen Farbton aussuchen kann, keine Ahnung. Hört sich jetzt vielleicht bescheuert an, aber es wäre echt cool, wenn so Questmarkierungen, dieses Symbol, das da eben, dass das vielleicht in einer anderen Farbe gewesen wäre. Warte mal. Hä? In Diamond City. Ich bohrt mir mal dahin, aber es sollte eigentlich... Hä? In Diamond City sein. Draußen oder drinnen, ist jetzt die Frage. So wie es ausschaut, aber draußen. Ich schau mal. Eigentlich hätten sie auch hier eventuell den Portpunkt so wählen können, dass der einfach draußen gemeint wäre. Außerhalb der Stadt, einen dort und einen drinnen. Der Marktplatz ist ja eh sehr zentral, finde ich. Da kann man eh überall recht schnell hin. Aber ist doch wurscht. Das sind Kleinigkeiten. Ich rede ja nur aus der Sicht der Bequemlichkeit, ne? So. So, wo soll das jetzt sein, bitteschön? Jo, geh rein. Ist es jetzt dann doch wieder drin? Ich kenne mich gerade nicht aus. Kenne mich gerade echt nicht aus. Hätte ich mit dem Lift rauf müssen? Da drüben war ein Lift, ne? Ich weiß gerade echt nicht so recht. Na, das ist schon draußen. Das ist schon draußen gemeint. Entschuldigung, ich gehe nochmal raus. Weil es so schön war. Noch eine Ehrenrunde. Na, komisch. Also das muss dann hier irgendwo. Und ich denke mal mit dem Lift drauf, fürchte ich. Denke ich mal. Sagen wir so. Gerade ein bisschen komisch. Na los, lade. Bitte. Ho, ruck. Ho, ruck. Schnell, bevor der Bart zu Ende ist. Hopp, hopp. Ho, ruck. Ja. Und dann, ich hätte eben gedacht gehabt, hast du eine Frage? Eventuell hier rauf. Solltest du mit Sullivan reden? Mach mal Licht. Schaut vielleicht gar nicht so verkehrt aus. Schöne schöne Dingsmusik.
Der Bürgermeister ist nicht bereit, über diesen Sündunfug zu sprechen. Solange du also keine Baugenehmigung brauchst, kann ich dir nicht helfen. Sünds, Arbeit, Baugenehmigung. Was war das mit den Sünds? Oh nein, darüber sage ich nichts. Ich mag meinen Job. Und du Wer bist du? Geneva, die Sekretärin des Bürgermeisters. Ich kümmere mich ums Tagesgeschäft. War klar, ne? Die typische Sekretärin, ne? Baugenehmigung? Derzeit ist nur ein Haus verfügbar. Es befindet sich im Stadtzentrum, direkt neben dem Markt. Du kannst die Räume nach Belieben gestalten. Die erforderlichen Werkzeuge für die Herstellung der Einrichtung bekommst du kostenlos gestellt. Cool. Einzelheiten? Mehr über dieses Haus. Der vorherige Besitzer hat ein angrenzendes Lagerhaus gekauft und ein paar Wände eingerissen. Es ist also größer als die meisten anderen Häuser. Und er hat sein ganzes Werkzeug zurückgelassen. Du hast also alles, was du brauchst, um die Inneneinrichtung nach deinen Wünschen zu gestalten. Cool, die kaufen wir, oder? Die Keischen. Ja, damit. Dann möchte ich dich mal als Erste im großen grünen Juwel willkommen heißen. Danke, cool. Das nächste Bauprojekt. So viel dazu, die Volt 88 wird die letzte ja sein. Mit dir reden, aber ich habe zu tun. Ja, und wo muss ich jetzt hin mit dieser Kackrüstung? Wieder runter. Na gut. Dann fahren wir noch runter und dann beenden wir halt den Part oder so, ne? Na gut, ihr Lieben. Keine Ahnung, wo diese Rüstung ist. Müssen wir suchen gehen. Auf jeden Fall bedanke ich mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!